Hallo und herzlich willkommen bei Schmatz in the Woods. Hier geht es drum, um leckere Kulinaritäten, leckere Köstlichkeiten, die wir hier einfach essen, zu uns nehmen und verschlingen. Wir sollten vielleicht auch gerade mal bei der Gelegenheit gucken, dass wir hier ein bisschen Platz schaffen, indem wir den Bogen wegschmeißen. Und ihr habt vielleicht in der letzten Folge gesehen, hier hat es geknallt. Hier hat es geknallt, jetzt trage ich jede Erdbeere einzeln weg oder so. Also ich glaube es nicht. Weil hier oben ein kleiner Obstgarten gewachsen ist. Also den schmeißen wir jetzt hier rein. So. Okay. Alleine, weil es den ganzen Sand weggefetzt hat, ärgert mich das schon mal sehr gewaltig. Und das Haus ist auch kaputt. So. Wo waren unsere Treppenstufen? Hatten wir keine Treppenstufen hier? Ja. Komm, hau sie weg. Ist mir egal, mach sie weg, einfach die Tür. Ich will sie von der Rückseite nochmal platzieren. Frag den Creeper, genau. So. Fackel. Wir brauchen Sand. Wir brauchen Sand, wir brauchen Carpenter Stairs. Wir haben doch hier Stairs. Stairs. Guck mal, was haben wir hier? Wir haben zwei ganze Stufen. Eins, zwei und dann kommen die Stairs. Das passt doch alles. Aber auf jeden Fall, wir sind uns einig, es ist ruhiger geworden, weil eigentlich war ja schon mal klar gewesen, dass in der Nacht etwas passiert, oder? Und es ist... Was ist mit dem anderen, der auf dem Dach gestanden hat? So, zwei. Es ist ruhiger auf jeden Fall gewesen. Eins, zwei und dann käme hier eine Stufe wieder hin. Also das können wir so machen. Dann passt es wieder. Und dann machen wir hier Sand hin. Da unten füllen wir... Wobei... Müssen wir eigentlich hier... Hier die Stufe hin machen. Mal die da weg. So. Passt auf, Leute. Wir machen es jetzt mit dem Sand anders. Was ist denn da in dem Schatz drin wieder? Goldmünzen? Und was war das andere? Was ist denn das für ein Schatzring gewesen? Gucken wir uns gleich an. Die Kiste will ich eigentlich nicht. Kiste. Boah, hier. Jagt man nicht für einen verrückt. So, den machen wir jetzt wieder hier rein. Dann, was haben wir noch, was weg kann? Ein Erzsack. Eisen kann weg, machen wir die Sticks mal rein. Wir machen Holz rein. Wir merken uns, dass einfach dieser Block, den lassen wir jetzt mal einstecken. Den Kloster weg und einen Rucksack mitnehmen. So, und was ist das? Gewöhnlicher Gürtel. Du hast keine Quest angenommen. Das kann ich nie oben. Item Subsets. Hm. Ach, guck mal an. Was ist denn das? Ich kann hier weitere Sachen anziehen. Ich kann hier noch einen Rucksack anziehen. Nee. Was ist das? Was sind das für erweiterte Fächer? Wenn ich mal wüsste, was es ist. Was ist denn das? Das ist ein Rucksack auch, aber der sieht anders aus. Das brauchen wir, Leute. Das ist so eine Tasche oder sowas. Da haben wir was entdeckt jetzt. Oh, hier, da ist es doch, oder? Ein Rucksack, um Sachen aufzubewahren. Yo! Aber halt. Robuster Eisengriff. Im Gießbecken. Boah, gibt es uns eine zweite Reihe unten? Gibt es uns eine zweite Reihe? Zweite Reihe. Ich habe irgendwie das Gefühl, oder? Ja, ich weiß es nicht. Ich habe das noch nie gebaut. Boah, nochmal. Ich brauche zwei robuste Eisengriffe. Robuster Eisengriff. Das machen wir jetzt. Eigentlich wollte ich gerade da runtergehen, irgendwo Sand und Schotter holen. Aber das machen wir natürlich mit dem größeren Rucksack. Robuster Eisengriff. Uiuiui.
Eigentlich wollten wir wieder was anderes machen, aber wenn der robuste Eisengriff ruft. So, robuster Eisengriff. Also hilft uns alles nichts. Haben wir sowas? Robuste Griffgussform. Okay. Goldform. Die Goldform nehmen wir. So, Eisen brauchen wir. Hat er vorher schon ein Fenster drin gehabt? Ich weiß schon gar nicht mehr. Jo, gib her. Brauchen wir 2. Dann brauchen wir 6x Leder, einen Goldbarren in der Mitte. Ein Goldbarren, das war aber da drin das Ding. Was mit den Goldmünzen? Hatten wir nicht unten sogar Goldmünzen? Was warum? Nicht, dass hier noch irgendwie ein Creeper oder sowas ist. Hallo? Okay. Alles sauber bei Tag, muss man keine Angst in seinem Haus haben. So, Münzen weg. Ein Goldbarren. Goldbarren, das heißt, wir gehen doch nochmal runter. Wir haben doch Goldbarren unten. Boah, voll abgefratzt. So, an der Treppe vor Freude vorbeigesprungen. Zähne draußen. Wir haben keine Goldbarren. Haben wir denn Leder? Mal Rattenfleisch noch einstecken. Warte mal, Leder. Nee. Was machen wir da nur? Wir müssten mal unsere Dings, die Kühe mal wieder vermehren. Jetzt auch kein Leder. Hier haben wir sowieso kein Leder, oder? Wir brauchen 6 Leder. Ein Goldbarren und 6 Leder. Ist eh alles falsch hier oben. Deswegen habe ich ja die Hoffnung gehabt, wenn es schon falsch ist, dass wenigstens da was drin ist, was wir gebrauchen können. Kein Leder. Kein Leder. Haben wir denn... Pass auf, Korn haben wir bei den Dings gehabt auf jeden Fall. Hier ist Gold drin, oder? Ist auch so ein Gürtel. Gewöhnlicher Gürtel. Guck mal hier, die Creeperköpfe können wir zum Sortieren da runterschmeißen. Wir haben doch Skelettschädel hier. Wir brauchen doch weitere Skelettschädel noch, haben wir gesagt gehabt. So, einmal Gold. Das haben wir aber hier in der Kiste. Und jetzt brauchen wir 6x Leder. Jetzt können wir natürlich hingehen, wir können jetzt vielleicht 6 Kühe vermehren und bekommen 3 Erwachsene raus. Mit etwas Glück kriegen wir sehr viel Leder, ich weiß es nicht halt. Schwierig Leute, schwierig, schwierig. Wir werden es gleich, gleich wissen wir mehr. Guten Tag. Na, kommt mal her, ihr kleinen Gauner. Oh, wir haben mittlerweile schon. Oh, wir haben mehr Kühe als gedacht sogar. Auf, jetzt haben wir noch mehr Kühe. Liebe. Love is in the air. Wer will nochmal? Wer will nochmal? Wer hat noch nicht? Oh, du auch. Ne? Hier schön. Schön das Futter hinten in den Bobbes rein. Oh, ist das gut. So. Was haben wir, wie viele Jungtiere haben wir denn jetzt? Ja, jetzt kriegt euch wieder ein. So, Futter ist weg. Und Ruhe ist. Guck mal, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Genug, um auf jeden Fall die Eltern zu töten. Tut mir so leid, ich brauche das Leder. Wir brauchen den großen Rucksack, das ist für einen guten Zweck. An Notfall werden die kleinen Kühe halt die großen nachher beerben. So, wie sieht's aus? 4 Leder. Hier also direkt ins Fenster rein. Immer noch 4 Leder. Das ist zu wenig. Du hast zu blöd geschaut, tut mir leid. 4 Leder. Du hast auch böse geschaut. Immer noch 4 Leder. Es kann dann jetzt außer wird Nacht, außerdem wird es gefährlich für mich bei Nacht hier. Das ist nicht nur für euch gefährlich mit mir hier im Gehege. 5 Leder.
Boah, jetzt, ich war froh, dass so viele hatten. 7, jetzt reicht's. Jetzt schlafen wir. Mitten hier bei den Tieren. Wie im Jesusstall. Wie im Jesusstall. Und jetzt ein Creeper. Puh, sind sowieso die ganzen kleinen Rinder dann gestorben. Aber wir haben mehr getötet, als wir zur Welt gebracht haben, oder? Wobei, 1, 2, 3. Guck mal, schaut mal. Guck mal hier. Oh, ein Screenshot da. 3, 4, warte, wir sollten es so machen, ne? Wenn sie alle geiern. Hä? Hallo? Was geht? Jetzt reicht's aber. So, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Hatten wir so viele gehabt? Kann man gar nicht vorstellen. Lass mich hier raus. Lass mich raus. Ihr bleibt da drin. Immer diese Tiere hier. Das ist jetzt zum verrückt werden. So, das hier rein. Jetzt haben wir genug Leder. Pass mal auf. Ich bin so gespannt. Ich bin so gespannt. Was heißt das? Kann ich den echter? Inventar? E? Okay, ich habe aber kein extra Inventar unten bekommen. Habe ich jetzt im... Ach so. Ist dann so ein Rucksack. Okay, verstehe. Hilft mir nur nicht weiter. Gibt mir einen weiteren Slot, aber... Ist der größer als die anderen Rucksäcke? Der ist dreimal und so breit wie das normale Inventar. Ist identisch. Schade. Aber was hat es dann mit den anderen Sachen auf sich hier? Was ist das? Das ist eine Brille oder sowas, oder? Oh, Lesebrille, getönte, und das hier geil ist. Sonarbrille. Dunkelhelm. Wow. Schalldetektor, Nachtsicht, Solarbrille der Enthüllung. Okay, das ist alles. Ist es vielleicht eine Maske? Brille der Reisenden, muss ich die denn da hinmachen? Das ist doch ein Gürtel oder was, oder? Mal. Ne, die sind anders. Doch, hier, der hier. Gürtel der Reisenden. Gleich, warte. Ne, das ist Tinker. Ist nicht Stormcraft, guck mal. Das ist Tinker. Und man erkennt es ja von dem Dings. Das ist jetzt quasi mit einer Kiste. Ah, was macht er aber? Gürtel des Reisenden. Wir müssen auch mal wieder hier, pass mal auf. Ja, haben wir eigentlich nicht vorgehabt. Jetzt tut mir leid. Wir gehen jetzt hin. Ich burlappe noch ein bisschen. Wir haben Knochen geholt. Wir werden jetzt noch mal ein paar Mal Schinke. Wie viel Mal willst du Schinke haben? Ein paar Mal. Wir machen jetzt, ich will mal diese Sachen anlegen. Das ist, ich bin jetzt mal gespannt. Wir werden jetzt hier neben, wir holen uns jetzt erstmal, wir holen uns eine Schere. Hier ist keine drin. Okay, keine Scheren hier unten. Ist nicht schlimm, wir haben eine Schere in einem von den Rucksäcken. Ups. So, komm. Zack. Keine Schere. Keine Schere. Meine Keime. Auch keine. Es kann doch nicht sein, das ist doch wie ein USB-Stecker. Man macht es immer falsch mit dem USB-Stecker. Jedes Mal, hier ist es drin dann, ja. Es ist wirklich in dem letzten Möglichen. Warum ist das so? Ich wollte die Schere haben, weil ich Knochen haben wollte und ich wollte Farn anpflanzen. Wir sollten genug Knochen mittlerweile haben, oder? So, pass mal auf. Farne sollten auch viele da sein. Jo. Jetzt machen wir Burlap. Und nicht zu wenig. Wobei ist vielleicht gar nicht so viel Burlap. Werden wir gleich sehen. Ich kann das Soundcraft trotzdem mal eingeben, weil das sind keine Soundcraft-Sachen, glaube ich. Weil guck mal, das sind jetzt. Da sehe ich diese Brillen und sowas nicht. Da sind zwar auch hier so Gurte, aber das sind die nicht. Runenschutz, Runenschutz. Oder siehst du hier. Rufen wir mal auf den Rucksack. Was ist das hier eigentlich? Guck mal. Fokustasche.
Ja, bin hier. Der ist Tinker auch, guck. Das ist nicht Soundcraft, das ist Tinker. Ist ja cool hier. Aber wir können ja mal hingehen. Ich würde mal wissen, was diese. Was haben wir gesagt? Wir wollten eben den Gürtel des Reisenden machen, ja? Komm, Gürtel. Ich will das mal. Auch hier neben die Sachen hier mit diesen. Das hier könnte ein Soundcraft vielleicht sein oder so. Das ist ein Handschuh. Ein Handschuh wäre auch mal cool. Was macht ein. Hananschuh. Ich will einen Hananschuh. Da, der hier. Handschuh des Reisenden. Das ist ein Geist hier. Die Gießkanne. Sie sah für mich wie ein Geist aus. Was ist der Handschuh billiger in der Herstellung? Ja, der ist billiger. Und den können wir einen Effekt drauf machen auf den Handschuh. Okay, ich will jetzt erstmal gerade. Ja, ich sag ja, 20 Stück sind gar nicht so viel. Ups. War geil, dass er so rumguckt dann. Zack. Nehmen wir die hier noch. Nehmen die Schere. Wobei, Schere war nicht richtig. Wir müssen es mit dem Schwert machen. Oder war es Schere? Ich vergesse so Sachen doch wieder. Schön wachsen. Wir testen es erstmal. Schere. Unten Scheren. Nee. Oben. Mm-mm. Also was warum habe ich überhaupt eine Schere gedacht? Warum machen die Licht? So, dann halt mit dem Schwert. Oben oder unten? Das gab jetzt 5. Ist nicht viel. Wenn ich es unten abhacke. 6, es gibt noch weniger. Also. Oben ist schon richtig. Ist doch weniger Jute Stalk, als wir gedachten. Also merken wir uns. Mit dem Schwert oben immer auf die Rübe. Ist ja witzig. Ich dachte eben gerade, sind welche stehen geblieben. Okay, gut. Nee. Und vor allem, warum? Ach, guck mal. Jute Samen. Wächst. Jute Wachstum. War das große eben, war das ein großer Farn oder war das? Pass auf, wir machen mal, gucken mal, was aufgeht. Die ungeraden Zahlen, die übrig bleiben. Aber hier, das ist doch ein. Wieso gibt denn das keinen Ballen? War doch nicht so, oder? Nee. Okay, krass. Okay. Und aus 4 Stück, die pflanzen wir an. 5 mal Jute. Wo sind da das Jute? Naja, gut. Wachs mal. Ich bin gespannt, ob da ein großer Farn draus wird oder ob das weg. Ja, hier müssen wir jetzt ans Wasser. Das müssen wir. Wir haben unsere Carpenter-Blöcke weggemacht, um hier rauszukommen. Wir haben immer unsere Jute immer hier angepflanzt. Was heißt Jute? Die alten dreckige Paketchen. So, zack, dahin. Und dann machen wir hier noch einen Carpenter-Block hin. So, zack, hier rein. Was haben wir eigentlich gemacht? Wir hatten eine andere Mission. Wir wollten hier ein Kiesweg. Wir wollten Sand holen für die Beschädigung oben. Passt mal auf, wir machen jetzt mal Folgendes. Wir holen uns jetzt mal. Wir haben eine große Schaufel. Wir haben doch das Ding, ist doch eine große Schaufel. Die Dings schmeißen wir rein. Das Fleisch essen wir. Warte, ich bin gleich in den Chat. Das Fleisch haue ich mir rein. So.
Haus. Wir wollten die Treppe machen und die Treppe sicher machen. Aber ich brauche halt auch. Ich brauche jetzt Sand und ich brauche Kies. Pass auf, lass mal gerade mal rüber rennen. Ja, Creeper Boom wäre nicht so doll, ne? So. Ja, wir können ja hier rüber rennen. Wir haben ja unsere 7-Meilen-Stiefel. Falls ich hier so abgehe. Und es wird schon wieder Nacht. Ja, es ist wirklich schon spät. Und ich bin aber auch in 5 Minuten fertig. Also wenn die 5 Minuten noch warten möchtest. Guck mal. Was schafft, machst du den Hals so hin. Und will quasi, dass ich mit dem Schwert dann da liege und so. Komm her, ich geb dir das Schwert. So, ich will nur ganz kurz ein bisschen Sand. Ein bisschen Kies. Da bin ich schon zufrieden. Und zwar will ich das hier neben. Halb ausgenommen hat, das wolltest du reparieren. Ja. Aber ich habe ja Materialien fehlen mir. Haben wir hier eine Wüste in der Nähe? Ich will nicht. Warte. Das ist halt immer. Das ist Ton. Was ist alles Ton hier? Krass. Ich muss dieses Wasser atmen. Braun Helm mit Wasser atmen. Jetzt ersticke ich auch noch. Komm. Jetzt komm, mach das weg einfach, bitte. Ich könnte mir eine Tür hier unten hinsetzen. Der alte Speedrunner-Trick. Trick. Nochmal hoch. Und wieder runter. Noch einmal auftauchen danach dann. Und wieder runter. Das ist eine Schaufel. Das ist eine große Karp. Das ist eine. Das ist die Carpenter-Schaufel. Ja, die Carpenter, die Tinker-Schaufel. Die. Dreimal. Ich hab. Kann es nicht schneller abbauen unter Wasser. Auch mit der Schaufel nicht. Da muss vom Ufer ausstehen dafür, um das zu machen. Die hier unten auch noch. Das vom Ufer aus muss ich jetzt machen. Ach so, Schüssel den Boden. Ja, okay, komm, dann nehmen nur. Ich will eigentlich nur den Lehm. Eigentlich bin ich gar nicht wegen Lehm hier. Eigentlich nur. Okay. Auftauchen. Ich will Sand. Und ich will. Was sagt denn die Karte? Wir sind hier. Wir haben aber auch wirklich kein. Das ist Wüste, gell? Wir haben halt kaum Wüste hier, gell? Haben wir keine Wüste hier in der Nähe? Krass, wir haben. Das ist halt Sand, weil das Ufer ist und so. Wir haben keine Wüste. Hier haben wir auch wenig entdeckt auf der Seite. Ist nicht weit weg von uns, da könnten wir auch mal entdecken. Da waren diese Schleiminseln, an denen wir vorbeigekommen sind. Ja gut, hilft alles nichts. Da oben ist Wüste, aber ey, wenig Wüste. Das Gebiet ist auch mal gut zu entdecken hier, oder? Ist eigentlich, das ist was für den nächsten Montag, würde ich sagen. Dann lasst uns jetzt einfach mal gerade nur ein bisschen mitnehmen hier. Ist das in der Nähe von... Ich will das eigentlich schon auch das hier ungern abbauen. Ja. Blindstone brauchen wir nicht. Aber was haben wir denn an Schotter jetzt bekommen? Kann das so eine Falle für die Tiere werden, die saugen, werden dann da reingesaugt. Das sind 29. Sollte reichen für unseren Weg vom Haus. So, wir brauchen noch ein bisschen Sand. Ich will den Sand hier nicht abbauen. Was, wenn ich Sand hier unten abbaue? Da wäre es okay. Der rutscht hier wieder nach.
Komm, pass auf, kriegen wir das nicht von hier oben so? Nicht wegspringen nach da unten. Komm, ich kann doch nicht so tief tauchen. Ich krieg doch keine Luft an. Graben wir den noch mal hier unten weg? Was ist das hier eigentlich? Eelgras. Ein Aal. So, es sollte eigentlich fast reichen, oder? An Sand für die Beschädigung, die wir da hatten. 10 Sand? Hm, könnte da vielleicht doch ein bisschen wenig sein. Vielleicht sollten wir dann doch noch hier kommen. Was haben wir jetzt an Sand? 16, das reicht. So, das reparieren wir jetzt noch. Und dann sind wir auch fertig für heute. Oh, da ist auch noch ein bisschen Sand. Komm, schwimmen wir rüber. 7x7, feiner Sand. Ach. So, wir könnten das reparieren natürlich auch. Oh, ich renne gerade rüber. Das wird jetzt noch in der Folge repariert. Auch wenn die Folge lang ist. Ist egal. Hallo. Tudum. Ich will das nur gerade reparieren. Ich mag das nicht, dass wir so halbfertige Sachen haben. Im Endeffekt, das ganze Dorf ist halbfertig. Aber so ist es nun mal. Geld hat gearbeitet. Nicht hängen bleiben. Dankeschön. Gucken, ob auch unser... Haben wir einen Platz noch frei im Inventar? Ja, wir haben noch mehr als einen. Wir gucken mal, ob unsere Jute fertig... Gute alte Jute. Die machen wir vorsichtig dann weg. Ach, guck mal hier. Siehst du mal. Danke. Und die anderen, die brauchen noch ein bisschen. Das... Und die geben... Ah doch, siehst du, die geben so Jute. Jetzt machen wir den Handschuh. Ich will mal gucken, ob der Handschuh einen Effekt hat. Hat das gereicht für den Handschuh? 5 Stück? 6 Stück. Komm, wir sind fertig. Nein, halt nicht. Dann gibt es den Handschuh das nächste Mal. Ist auch was Schönes. Müssen wir dran denken einfach. Wir wollen Tinkers Handschuhe und so Sachen dann bauen. Jetzt erstmal da hoch schnell und reparieren. Reparieren geht über Studieren. Wir müssen erstmal schnell das Ganze machen hier. Da machen wir einen Break. Ja, eben auch. Das war auch ein Gedanke von mir. Ich habe auch gedacht noch, ja, ein Leder haben wir ja übrig, ja. Das haben wir. Das eine Leder ist aber bei den Ziegen wollte ich schon sagen. Na, bei den. Ja, hier kommt eh Erde hin. Bei den Kühen ist das. Ich habe Bock wieder nach draußen zu gehen, um das zu holen. Willst du auch noch sehen oder wollt ihr noch wissen, was mit dem Handschuh ist? So. Das Leben ist ein Handschuh, ein unsichtbarer Handschuh. Das Leben ist ein Handschuh, der gar nicht interessiert. So, dann machen wir doch hier noch eine Treppe hin. Achso, das ist der Außenbereich schon vom Haus gewesen. Haha. Muss sowieso ein Stein hin. Oder? Kies? Nee. Von innen platzieren. Müssen was? Hier müssen Eichenpfosten hin. Die haben wir jetzt sowieso nicht. Eigentlich muss die Tür doch nach außen. Weil die Hütte eh schon so klein ist. Sonst wird die noch kleiner. Hier Eichenholz hin und da Eichenpfosten hin. Komm, ich will, dass das Ganze ist. Okay, gibt keine Eiche jetzt. Komm, ist egal. Keine Eiche. Mein Kiesweg. Weil ich weiß genau, dass ich den bis nächsten Montag vergessen habe, dass ich diesen Kiesweg dahin machen wollte. Geht ja ganz schnell hier. Ich will den nur schnell. So, Schaufel. Geht da mit der Schaufel schnell. So. Das ist eine Überschwemmung hier. So. Kies schnell hin, dann sind wir fertig. Ein Loch gewesen, wo der Kies reinfällt. Ja. Okay, wir haben Licht daneben dran. Wir haben einen Weg, der dahinter führt. Alles gut. Wir haben 15 Kies. Wir wollten hier neben den Kiesweg. Brauchen wir jetzt aber nicht machen. Hier, da, vorbei. Jetzt können wir machen einen Break. Machen jetzt einen Break. So, zack. Danke fürs Einschalten. Bis zum nächsten Mal. Euer Onkel Bogi. Ciao.